Ich bin der Janik Hasler, komme von Freidorf. Wir sind auf der Haselbach-Farm. Wir haben Milchkühe bei uns. Und von den Milchkühe gehen im Sommer immer 3 auf die Alp, im Weissanental, Alps jetzt. Und sind dann während der Sommervegetationsperiode dort. Und auch die Milch, die sie nachher dort oben produzieren, nehmen wir den Käse zurück. Und das ist natürlich auch ein anderes Produkt. Also der Alpkäse, wie ich auch sage, zum konventionellen Käse, der ist vom Futter her. Ihr fressen natürlich, was dort oben wächst, sprich das Gras und die verschiedenen Alpkräuter. Und da gibt es natürlich den sensationellen Käse. Ich bin Kugler, komme aufgewachsen in Toggenburg, wohne jetzt in Benke. Ich habe Milchtechnologie gelernt, also Käserei. Und dann bin ich halt mal auf die Alp zu gehen und bin hier oben. Und das hat mir mega gut gefallen. Und jetzt bin ich den 3. Sommer hier oben und hier mit Kollegen zusammen käsen. Das Spezielle ist, dass die Kühe im Frühling rauf können. Dann sind sie 3 Monate hier oben und dann gehen sie wieder runter. Das heisst, der Käse läuft eigentlich nur für 3 Monate. Und darum lassen sie euch schmecken, die feine Hamburger. Hallo miteinander, mein Name ist Robin Duss, ich bin Zusender auf der Alp Siez und mein Aufgabenbereich ist eigentlich hauptsächlich die Kellerpflege von der Käse und da vorne helfe ich noch beim Abfüllen von der Käse, Reinigungsarbeiten und so weiter. Ich helfe auch zwischendrin, wenn die Verkäuferin nicht rum ist, dann tue ich noch verkaufen. Ja, das wäre meine Position. Wir sind hier im wunderschönen Weissdannental auf der Alp Siez. Ich bin seit etwa Ende Mai hier, etwa eine Woche bevor die Kühe gekommen sind. Und habe angefangen mit Isabel weiter einrichten und alles zu waschen, so dass wir produktionsbereit sind. Weil auf der Alp oben ist es ja nur so, dass wir etwa 3 Monate lang Käse produzieren und der Rest des Jahres ist da hinten eigentlich nichts. Wir haben auf der Alp so zwischen 180 und 190 Kühe. Dann kommen noch 200 Rinder dazu und etwa 150 Geissen, wo wir auch Milch verkäsen tun. Etwa die ersten 2 und die letzten 2 Wochen ungefähr sind Kühe im Vorsitz und in der Glätte hin. Geissen und die Rinder sowie Kühe dann nach den 2 Wochen, die sie am Anfang da sind, sind dann im Obersitz oben. So Obersitz ist ungefähr vom Vorsitz etwa 4,5 Kilometer weg. Das heisst, wir sind die grösste St. Galler Alp.